Gegeben sind uns eine Kugel und ein Punkt. Und darüber freuen wir uns natürlich sehr, sehr stark. Weil mit dieser Kugel und diesem Punkt können wir ein paar lustige Sachen berechnen. Zum Beispiel den Öffnungswinkel und die Ebene, in der der Berührkreis liegt, also die Polarebene. Wir haben also gegeben eine Kugel, einen Punkt, der außerhalb liegt, P, den Mittelpunkt der Kugel. Von P lege ich Tangenten an die Kugel. Da sehe ich den Öffnungswinkel vom Tangentialkegel. Den Öffnungswinkel bestimme ich, indem ich das Dreieck betrachte, das vom Mittelpunkt der Kugel zu einem der Berührpunkte geht, hier einen rechten Winkel bildet und als Hypotenuse den Abstand von M zu P hat. Ich kann in diesem Dreieck also den halben Öffnungswinkel bestimmen, kann also Alpha halbe berechnen. Nämlich, ich kenne in diesem Dreieck kenne ich die Gegenkathete, das ist nämlich der Kugelradius, und ich kenne die Hypotenuse, das ist der Abstand. Gegenkathete, Hypotenuse, Sinus. Also habe ich Sinus von Alpha halbe gleich Gegenkathete, also Kugelradius, durch Hypotenuse ist der Abstand von M zu P. Was kennen wir? Wir kennen den Kugelradius. R² ist 64, das heißt R ist 8. Ich kenne den Mittelpunkt der Kugel, der ist nämlich 0, 4, 3. Und den Punkt P, der steht offensichtlich hier mit 8, 8, minus 5. Ich brauche jetzt also den Abstand von M zu P. Das ist der Betrag vom Verbindungsvektor. Und der Vektor MP, den rechne ich über P minus M, das ist 8 minus 0, 8. 8 minus 4 sind 4. Und minus 5 minus 3 sind minus 8. Der Betrag von diesem Vektor ist Wurzel aus erstes Quadrat plus zweites Quadrat plus drittes Quadrat. Ist Wurzel aus 64, 128, 144 müsste genau 12 geben. Und damit weiß ich, Sinus Alpha halbe ist Radius durch Abstand und kann es das einfach eintippen. Das heißt, die Nebenrechnung machen wir weg. Und ja, das heißt, Alpha halbe ist Arcus Sinus 8 Zwölftel oder Sinus hoch minus 1 oder Shift Sinus oder wie sie es immer nennen. Sinus von 12 sind 41,8. Das heißt, Alpha halbe ist 41,8 Grad. Das heißt, der Öffnungswinkel ist das Doppelte. 83,6 Grad. Das ist mein Öffnungswinkel. Ich brauche den zwar nicht für die nächste Rechnung, aber ich quetsche noch da irgendwie rein. Und damit können wir jetzt eigentlich mit der Ebene der Berührpunkte weitermachen, sprich mit der Polarebene. Für die Polarebene gibt es diese kleine, nette, schnucklige Formel, die Sie vielleicht kennen. Die lautet x minus Kugelmittelpunkt mal Punkt minus Kugelmittelpunkt gleich r². Setzen wir ein. X steht für x1, x2, x3. Der Kugelmittelpunkt ist 0, 4, 3. Und hier steht P minus Kugelmittelpunkt.
Ach, r Quadrat ist 64. Das kann ich gleich eintragen. Wir vereinfachen mal die zweite Klammer. Dann habe ich hier x1 minus 0 ist x1, x2 minus 4, x3 minus 3, mal 8 minus 0 ist 8, 8 minus 4 ist 4, minus 5 minus 3 sind minus 8. Skalarprodukt ausrechnen. Das heißt, erstes mal erstes plus zweites mal zweites plus dritten Eintrag mal dritten Eintrag. Ausmultiplizieren. Das heißt, hier habe ich 8x1 plus 4x2 minus 16 minus 8x3 plus 24 gleich 64. X-technisch habe ich stehen 8x1 plus 4x2 minus 8x3 gleich zahlentechnisch minus 16 plus 24 sind plus 8. Wenn ich die auf die andere Seite bringe, habe ich da stehen 64 minus 18, 56. Jetzt kann ich die Gleichung noch etwas vereinfachen, muss ich aber nicht. Ich kann also durch Quatsch durch 4 teilen. Und habe also als Polarebene das Ergebnis 2x1 plus x2 minus 2x3 gleich 14. Ich hoffe, diese wunderbare Vorführung hat Ihnen gefallen und hoffe, dass wir uns noch einmal wiedersehen.